Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PP Gaming Angezockt. Heute mit Above Snakes. Wir werden uns in diesem Angezockt einmal das Spiel angucken. Das Spiel ist momentan noch nicht verfügbar. Es ist von einem deutschen Indie-Entwickler, was ich sehr, sehr cool finde. Und das unterstütze ich natürlich sehr, sehr gerne. Es ist ein Survival-Game, ein Survival-Wild-West-Game. Was allerdings einen speziellen Witz hat, denn wir bauen uns unsere Welt mehr oder weniger selbst zusammen aus verschiedenen Elementen dann an der Karte. Also wir können unsere Karte selbst zusammenbauen. Bin mal sehr gespannt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wir werden das Ganze jetzt einmal anzocken hier über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen. Ihr wisst es ungefähr, in dem Bereich werden wir uns wahrscheinlich bewegen. Und das Ganze geht am 20. Januar, auch wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, als Kickstarter raus. Da könnt ihr das Spiel gerne unterstützen, wenn euch das gefällt. Der Entwickler würde sich freuen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von meinen Zuschauern sich dafür entscheiden würde, das Game zu unterstützen. Wenn es denn gut ist, das werden wir jetzt einmal herausfinden. Und wir starten mal das Game. Bin sehr gespannt. Angeguckt habe ich es mir noch nicht großartig. Ist momentan noch alles in Englisch, wird wahrscheinlich auch in Deutsch verfügbar sein. Dann dementsprechend, wenn es von einem deutschen Entwickler kommt, sollte das auf jeden Fall so sein. Tobias Schnackenberg übrigens hat das Ganze entwickelt. So, und vielen Dank dafür übrigens. So, wir haben WASD, um uns zu bewegen. Wir spielen eine Indianerin und wir haben jetzt praktisch einen, einen kleinen Block. Das ist unsere Welt, in der wir uns momentan bewegen können. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass wir diese Welt erweitern können, wie wir möchten. Wir haben dann eine Auswahl, wir können uns nach links, rechts und so weiter dann bewegen und können uns praktisch selbst eine Welt zusammenbauen. Ich bin mal sehr gespannt. Viel weiß ich über das Game noch nicht, aber Survival Game ist meins. So, hold to hit a berry bush. Das ist ein berry bush, nehme ich an. Oh, ranzoomen kann man auch, sehr schön. Grafisch eigentlich ganz nett. Ich stehe ja eher so auf dieses Pixel-Art-mäßige. So, das sind schon mal Berries. So, die können wir aufheben. Inventory haben wir auch mit Tab. Oh, okay. Crafting, Cooking, Backpack. Ach, guck mal, das ist schön unterteilt tatsächlich. Oh, das finde ich schön. Endlich mal eine Unterteilung, kein großes Backpack, wo alles reingemischt ist, sondern tatsächlich verschiedene Unterteilungen. So, wir haben einmal Bären Eat mit E. Das können wir einmal tun. Das haben wir getan. Momentan spielen wir das Tutorial. Wie gesagt, das ist jetzt frühestes Early Access, was wir hier spielen. Bin mal gespannt, wie flüssig das auch sich das Ganze spielt. Aber ich bin zuversichtlich. So, hit a tree. Okay, wir suchen uns mal so einen kleinen Baum. Ganz cool ist das hier, dass man auch was sieht. Ah, guck mal, Sticks fallen raus. Kriegen wir den komplett Blatt? Wahrscheinlich nicht. Zwei Stück, drei Stück. Ah, okay, damit können wir uns dann wahrscheinlich eine Pickaxe craften. Okay, eine Axt. So, Crafting sollen wir auswählen und dann können wir eine Axt craften. Smelter, okay, Anvil. Fletching Table. Oh, Pfeil und Bogen schießen, das ist meins. So, Ressourcen sind hier drin. Tools and Weapons, stellen wir mal her. Crafting. Hold E. Oder linke Maustaste. Okay, linke Maustaste funktioniert auch. Oh, guck mal, ein Hase. Equip, Open. Okay, und können auf das Ganze über die 1 legen, also drüber gehen und dann 1 drücken, dann haben wir das Ganze ausgerüstet. Hier haben wir es auch. Können wir, blöde Frage, können wir den Hasen killen? Wahrscheinlich nicht, oder? Der wird zu schnell sein. Ich weiß übrigens, dass wir gerade nicht den Hasen killen sollen. Ne? Hase! Na! Okay, man müsste den Hasen, glaube ich, treffen oder man kann ihn nicht töten. Eins von beiden. Komm her, Obläschen! Ich treffe ihn, glaube ich, nur nicht. Komm her! Ich will dein Freund sein. So mehr oder weniger. Huch! Okay, mal. Oh, Skin and Cut. Ah, guck mal, wir haben unser erstes Leder bekommen, aber kein Fleisch. Aber das ist ein sehr blutender Hase auf. Achso, können wir das noch mehrmals machen? Oh, tatsächlich. Zweimal Leder bekommen. Kein Fleisch, aber zweimal Leder bekommen. Es war ein sehr blutender Hase. Ich hoffe, es war nicht Klopfer. So, wir sollen die Axt nutzen, um einen Baum zu fällen. Gut, der Hase war jetzt Bonusmaterial letztendlich. Gucken wir mal. Na? Na? Ah, okay. Lange die Maustaste gedrückt halten, da funktioniert es auch. Einzelne Hits funktionieren anscheinend nicht so ganz so gut. Wie gesagt, das ganze Game ist noch frühste Early Access Phase. Aber bis jetzt spielt es sich eigentlich ganz gut. Oh, okay. Es gibt sowas wie, wenn Bäume aufeinander fallen, gibt es auch Schaden. Stein haben wir auch schon. Okay. Ich glaube, wir spoilern gerade das Game ein bisschen. So, eine Pickaxe sollen wir jetzt craften. Okay, das wäre das nächste nämlich gewesen. Wahrscheinlich sollen wir jetzt dann Steine abbauen erstmal. So,
Okay, wir haben eine Pickaxe. Die haben wir auf die... Ah, okay. Wurde automatisch auf die 2 gepackt. Sehr schön. So, lass mich raten. Ah, jetzt können wir das Ganze hier dementsprechend erweitern. Wir haben eine Durstanzeige, eine Hungeranzeige. Was ist das hier? Sanity. Ah, okay. Geistiger Zustand, mehr oder weniger. Und wir haben eine Schlafanzeige. Und das hier müsste unsere Gesundheit wahrscheinlich sein. Die Wärme. Ach, das ist die Ausdauer insgesamt. Okay. So, dann sollen wir 2 Loks und einen Rock. Und dann können wir die Welt erweitern. Und das ist der Witz an der ganzen Sache. Haben wir es sogar schon. Okay. Explore World. Und jetzt haben wir eine Auswahl zwischen... Gut, es ist jeweils Pinion Forest. Okay. Food Crafting Materials. Ach, guck mal hier. Aber die sind auch verschieden. Oh, cool. Okay, wir haben zwar alles dreimal Wald, aber der Wald ist unterschiedlich aufgebaut. Hier beispielsweise viel Essen, dafür wenig Crafting-Zeug. Hier vor allem, hier dafür viel Essen und viel Crafting-Zeug. Dafür aber kein... Oh, es gibt auch Loot, cool. Okay, dann nehmen wir mal das hier. Das sieht tatsächlich am besten aus. Und jetzt erweitern wir praktisch unsere Welt um einen weiteren Block. Und das kann man wohl in jede Richtung auch machen. Und ich bin mal gespannt, was da alles kommt. So, Cut, Triplas... Okay, wir sollen... Ach, guck mal, neue Beeren haben wir unter anderem. Können wir mit der Axt Beeren sammeln? So, jetzt kommen wir dann ins Baumenü. Man kann auch dementsprechend sich eine Hütte zusammencraften und alles. Das geht nicht, oder? Doch, geht. Also tatsächlich, Maustaste gedrückt halten ist besser wie Einzelschläge. Ach, guck mal, die werden automatisch auf die 3. Kann ich auch essen über die 3? Ja. Sehr schön, das funktioniert. Also Maustaste gedrückt halten, definitiv besser wie Einzelhits. So, Plant Fiber. Ich finde es ganz cool. So, was haben wir hier? Workbench. Können wir bauen. Auch wieder E gedrückt halten oder die Maustaste. Okay, eine Items können nur in der Workbench gefertigt werden. Opens Inventory Setup. Backpack. Kann ich die jetzt einstecken? Building. Gut. Das ist das Zeug. Ah, hier. Okay. Add at Quickbar, Setup mit E. Ah, oder mit der Maustaste. E oder Maustaste, jeweils das gleiche. Ah, cool, wir können die dann frei in der... Natürlich nicht in den Baum platzieren, aber wir können die frei in der Welt platzieren. Die Frage ist, hat das auch wie bei manchen Games eine Art Radius? Und was ist das hier? Ach, verschiedene Ebenen. Wir können natürlich Erdgeschoss, zweites Geschoss, Dach und so weiter bauen, nehme ich mal an. Ja, ganz ehrlich, kommt hier so eine große Fläche. Cool, das Gras verschwindet auch unten drunter, finde ich gut. So, 6 Loks. Und Tier 1 Upgrade. Okay, dann werden wir erstmal die Loks uns holen. Das heißt, das Bäumelein hier kann weg. Ich mache mit dem... 0 Schaden? Ne, jetzt mache ich Schaden. Ich hatte, glaube ich, die Pickaxe gerade ausgerüstet. So, es könnte einen Moment dauern. Wir haben auch einen Tannenzapfen. Sehr schön. 3 Loks. Sehe ich irgendwo Smelter, Hand, Packpack? Resources 3 haben wir. Okay, wir brauchen nochmal 3. Das kleine Hütchen hier kann weg. Ich würde das Hütchen direkt hier hinstellen wollen. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich gibt es da noch sowas wie Anbau. Also, dass wir uns wieder Samen anbauen können, beziehungsweise Bäume anbauen können und so weiter und so fort, wenn es hier schon Pinienzapfen gibt. So, noch 2. Ein Lock fehlt uns jetzt, glaube ich, noch. Den kriegen wir auch noch zusammen. So, noch ein kleines Bäumchen. Wobei, denn mein Kleinen kriegt da ein Lock überhaupt raus? Doch, ein Lock. Ne, 2 Lock kamen, glaube ich, raus. Da war der Große aber nicht so gut. 3 Locks sogar aus so einem kleinen Ding. So. Okay, Hold to Craft. Okay, Upgrade. 8 Stück haben wir jetzt. Workbench. Mit einer Nuller Workbench können wir wahrscheinlich nichts anfangen. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass sich die Workbench verändert. Ich liebe sowas. Oh, schade. Ich würde es gut finden, wenn sie die Workbench irgendwie verändert, wenn man es upgradet. Das finde ich immer ganz cool bei Games, wenn sich Dinge, die man aufwertet, auch tatsächlich optisch verändern. Finde ich immer ganz nett. So, interact with the Workbench. Okay. Okay. Erstmal ein Fundamentchen bauen. Kostet uns auch Loks. Und wir fangen... Oh, Steel, Clay, Quest-Tokens. Oh, ein Quest-System gibt es auch noch. Nett. So, machen wir uns gleich nochmal ein Fundament. Okay, Fundament haben wir.
Hier start the building. Einmal hier rein. Können wir uns das auf die 5 legen? Ja, können wir. Okay, wir werden da die Ebene, also da es hier keinen Berg gibt. Okay, wir bleiben stehen. Rotate mit R. Gut, macht aber jetzt erstmal keinen Unterschied. Change Floor Level. Ah, okay, das wäre Ebene 1, also Ebene 1, 2, 3, 4 und Dach. Oh, man kann recht hoch bauen auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ja, kommen wir hier mitten rein, oder? Die Blumen verschwinden, denke ich mal. Ja, genau. Und das Ding connected. Sehr schön. Da wollte ich nicht hin. Okay, dann fällen wir mal erst noch ein Bäumchen. Ich würde tatsächlich hier neben meinem Häuschen ein paar Bäumchen aber stehen lassen wollen. Das sieht immer besser aus. Der hier kann von mir aus so weg. Dann hauen wir unten noch ein Bäumchen weg. Und dann gucken wir mal. Ah, wenn der Baum auf den Bärenbusch fällt, kriegen wir auch die Bären. Ist sehr nett. Wir hätten den Baum theoretisch auf den Hasen fallen lassen können wahrscheinlich. Allerdings, das wäre Skill Level 3000 wahrscheinlich gewesen am Ende. So, wenn der Baum jetzt auf den anderen fällt. Schade. Ich glaube, ich habe ihn verfehlt. Da wäre nochmal Fiber. Okay, kriegen wir damit was hin? Nehmen wir an, dass wir eine 4x4-Plattform wahrscheinlich konstruieren sollen. Ach, guck mal hier. Jetzt können wir Wall, Fenster. Das sieht ganz nett aus tatsächlich. Ich würde erstmal eine 4x4-Hütte auf jeden Fall hier hincraften. So, dann machen wir mal Wände schon mal. Und dann war erstmal eine Tür. Okay, Tür kostet uns auch 2, genauso wie Fenster. Gut, ist auch irgendwo logisch. Fenster machen wir auch mal. Achso, zum Upgraden der Workbench auf Stufe 2 bräuchten wir dann schon Eisen, Clay und Quest-Token. Okay. So, 4x4-Hütte. Quadratisch, praktisch. 1A. Eingang. Was ist ein Unterschied? Dann machen wir mal dahin. Ein Fensterchen. Gute Frage, dahin. Ah, okay, man kann. Oh, cool. Sehr nett. So, dann fällen wir noch ein paar Bäumchen. Und dann gucken wir mal. Die Frage ist, was für Gegner werden uns erwarten? Werden es nur Schlangen sein? Werden es. Es gab im Vorschaubild, hat man gesehen, gibt es auch einen Bären? Oder hat man zumindest die Umrisse eines Bären gesehen? Wahrscheinlich auch sowas wie Wölfe. Hier haben wir wieder einen Stein mitgekillt. Ich finde es cool, dass wenn man einen Baum auf einen Stein fallen lässt, der Stein kaputt geht. Das macht es um einiges leichter. So, komm, fall um. So, typisches Survival-Game. Wir nehmen natürlich... Nett. Ist die Frage, ist es so wie bei Valheim beispielsweise, wo wenn man einen Baum ungünstig fällt, man einen kompletten Wald zerlegt? Ich hoffe nicht. Schaut doch mal das Valheim-Let's Play an, wenn ihr das sehen wollt. So, Bärchen haben wir noch. Die können wir eigentlich mal wieder essen. Wobei, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir kriegen Wasser und Nahrung zurück. Allerdings relativ wenig Nahrung. Aber man kann sie mit Bären... Ja gut, wir können uns über Wasser halten auf jeden Fall. So, wir brauchen noch ein paar Wände. Was haben wir hier? Ein Roof, ein Dächlein. Okay, wir bauen erstmal noch einmal, zweimal. Ein Fenster auf jeden Fall noch rein. Man müsste dann auch Treppen und so weiter bauen können. Ich finde es cool, dass man das so nacheinander ein bisschen kriegt. So, dann haben wir hier erstmal eine normale Wand rein. Das Connecten funktioniert ganz gut. Bauen wir hier ein Fenster rein. Ich glaube, wir bauen da nochmal ein Fenster ein neben die Tür, oder? Da nochmal ein Fenster, da nochmal eins davon. Hier bauen wir nochmal ein Fenster rein. Und dann bauen wir hier noch 2 Wände, brauchen wir noch. Haben wir gerade noch. Und dann brauchen wir noch das Dach. Dach kostet 2 Loks, okay. So, hier. Und jetzt brauchen wir noch ein Dächelein. Können wir eigentlich? Wahrscheinlich nicht, weil wir spielen gerade das Tutorial. Das heißt, wir können jetzt nicht weiter sagen, ich möchte hier nochmal die Welt um 1 erweitern. Es ist auch genug Material da. Also wir müssen es jetzt nicht, aber... Das passt. Fallen die Bäume, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und einen Baum umniete? Fällt er dann auf den anderen Baum und killt den? Oder ist das random? Baum fällt! Ja, er fällt genau dahin. Cool. Okay, so kannst du natürlich planen, dass du beispielsweise gleich 2, 3 Bäume, wenn sie nebeneinander stehen, umhaust. So, 4 Loks, das sollte reichen. Wie groß ist so ein... Eigentlich brauchen wir dann 4-mal Dach, oder? Ja komm, wir bauen erstmal so eine kleine Hütte, wir können die ja nachher noch erweitern. Vor allem, wir können sie im Moment eh noch nicht erweitern.
Oh, das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Okay, also ist die Base, ist klar. Build Mode. Okay, mit C können wir in einen Baumodus gehen. Werden wir gleich mal probieren. Können wir, blöde Frage, können wir erschlagen werden vom Baum? Wahrscheinlich. Oh, what? Blueprint? Okay, wir sollten ein Bett bauen, klar, logisch. Wir sollten erstmal das Dach vielleicht fertig bauen. Okay, wir finden weitere Blueprints. Cool. Haben wir jetzt, das heißt, wir haben beim Crafting, sehen wir ja auch, was wir eigentlich alles schon craften können. Nö. Cooking, mal kurz C. Okay, das ist der Baumodus. Im Baumodus können wir uns auch bewegen, das ist schon was sehr cool. Move. Oh, remove, move. Das heißt, wir könnten... Oh cool, wir könnten das Zeug bewegen. Das ist ganz nett, tatsächlich. Dass man nicht abreißen muss, sondern einfach neu bauen kann. Oder es halt umsetzen kann. So, wir craften erstmal noch das hier. So, ich würde tatsächlich erstmal mit R rotieren. Gut, quadratisch praktisch gut. Da ist jetzt keine Kunst dabei, das Ding dahin zu stellen. Es wird langsam Nacht. Na, so langsam, aber haben wir keine Bäume mehr. Ich würde gerne nochmal einen Baum mit einem Baum umhauen. Und ganz viele Stöcke. Sowas wie überladen gibt es anscheinend nicht. Aber wie gesagt, das ist noch frühestes Stadium. Da wird noch einiges nachkommen wahrscheinlich. Zumindest gibt es keine Anzeige dafür. So, den nehmen wir noch mit. So, dann müssen wir nochmal gucken. Baumfeld. Wieso kriege ich aus einem kleinen Baum teilweise 3 Loks raus, aber aus so einer Riesentanne nur 2 Loks? Das ist ein bisschen strange. So, an die Werkbank. So, Einrichtung. Oh, cool. Nicht nur ein Schlafsack, auch hier Blueprint und 2 Loks, sondern ein richtiges Bettchen. So, jetzt erstmal das Dach hier noch. Dann craften wir das Bettchen. So, einmal das Dach fertig machen. Das finde ich ein bisschen... Das bitte ändern an der Stelle. Es wäre cool, wenn man sich bewegen könnte, wenn man im Baumodus ist. Wobei das, also mit WASD zumindest, weil das Problem ist, wenn ich hier anfange, dann sehe ich das halbwegs im Bild nicht. So, wir haben auf der 4 das Bett. Wir sind gerade in der falschen Ebene. Das ist die richtige Ebene. Oh, cool. Wir können es, okay, wir können es frei platzieren. Das ist schon mal geil. Ja, relativ frei rotieren auch. Frei platzieren ist immer... Ist immer schön für ein Game, wenn es nicht dementsprechend auch die Inneneinrichtung beispielsweise irgendwie festmacht. So, das Bett steht. So, Map. Okay, Point of Interest. Oh, cool. Oha, okay. Okay, wir können uns nicht bewegen. Okay, hier ist irgendwas Interessantes. Das heißt, wir sollten als nächstes die Karte erschließen. Und hier haben wir verschiedene Biome, nehme ich mal an. Ich nehme mal an, dass grün wahrscheinlich Wald sein wird. Das ist, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich, also Wüste habe ich zumindest im Vorschaubild schon mal gesehen, würde es wohl auch geben. Was gelb ist, keine Ahnung, was weiß ist auch keine Ahnung. Aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Biome auch, die wir dann erschließen können. Sehr nett. Okay. Wir haben ein Bett, können wir, blöde Frage, können wir in dem Bett auch irgendwas? To rest. Machen wir mal. Dieses Schlaf tut immer gut. So, der nächste Tag. So, wenn wir jetzt die Karte erweitern möchten, geht das einfach so? Oh ja, das geht einfach so. Okay, wir brauchen wieder 2 Loks. Bin mal gespannt, ob die Kosten dann irgendwann steigen. So, das heißt, wir hauen erstmal wieder ein Bäumlein um. Steine haben wir noch mehr als genug erstmal. Auch wenn wir... Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Stein abgebaut bis jetzt. Aber wir haben genug. So, natürlich die Äste auch mitnehmen. So. Da ist ein Point of Interest. Survivor Camp Level 1. Okay. Oh. NPCs. Hi. Cool. Ich hoffe, ihr seid freundlich, oder? Sam Brown. New Crest. Oh, das sieht ganz nett aus, tatsächlich. Ja, ja, ja. Immer der Frau hinterher starren. Natürlich. Okay, die wohnen jetzt hier. Oh, cool. Man kann sich, oder?
Nee, Hold to Light. Okay, ich könnte ihr den Lagerfeuer anschmeißen. Oh. Ist das Diebstahl? Moment. Hold to Open. Werden die böse? Ah, komm. Shit happens. Ah, oh, huch. Wir haben das direkt, okay, wir haben das direkt eingesammelt. Wir haben Kohle gekriegt. Kohle. Ganz viele Stöcke. Barlocks. Können wir... Ich... Ja komm, wir lassen ihn mal die Kiste. Ich hau jetzt nicht gegen die Kiste. So, Hallöchen. Hm. Lost Provisories. Find the card with the provision. Okay. Okay, wir sollen ihnen ihr Zeug zurückbringen. Das kriegen wir wohl hin. Kriegen wir das markiert? Ah, hier. Okay, hier ist dann die nächste. Okay, können wir auch wieder freischalten mit dem gleichen. Machen wir natürlich auch gleich. Ach, guck mal, Ödland, oder? Das ist schon ein anderes Gebiet jetzt. Das war das Gelbe, oder? Ich glaube, hier war Gelb. Oder Orange. Anderes Gebiet. Also das ist natürlich auch der Witz halt an dem Game, dass du verschiedene Biome gleich aneinander hast. Du hast hier ein Waldbiom, danach hast du so, so eine Art Wüste oder Steppe. Hold to cut. Oh, Minze, okay. Wir nehmen alles mit, es ist ein... Ah, guck, oh, wir können... Können wir was kochen? Ah, ein Minztee, ja lecker. Und wir können... okay, wir können Mehl mahlen. Haben wir nicht so nichts eingesammelt. Wir sollen ihnen jetzt ihre Vorräte zurückbringen. Ist es das hier in der Mitte? Wahrscheinlich. Das heißt, sie muss den Zaun wahrscheinlich einprügeln, oder? Kann man springen? Nee, springen kann man nicht. Wir können uns mal ganz kurz die Controls natürlich auch angucken. So, wir haben Pause, primäre, sekundäre, Kamera-Zoom, okay, Explore World, T, oh. Achso, an den Kann, das haben wir ja schon gemacht. Wir haben die Map, Build-Mode haben wir, VRSD, UI, okay, Blocken, Inventory, Crafting, okay. Okay, alles soweit gut. Wir hauen mal den Zaun ein. 15, wir können auch kritisch treffen, so wie es aussieht. Ist aber ein sehr stabiler Zaun. Holla, die Waldfee. Was das für ein Zaun? So, das nehmen wir auch mal alles mit. Das da müsste auch nicht... Nehmen wir hier auch irgendwas? Was ist das für eine Pflanze? Hold to cut. Oh, cool, Vanille, wilde Vanille. Boah, die verkaufe ich für 8 Euro. Und setze mich danach zur Ruhe. Gibt es hier noch mehr? Da unten ist nochmal wilde Vanille. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, das ist wieder, das wird wahrscheinlich auch wieder dann so ein Game werden, was relativ ausschweifend ist am Ende. Wo man tatsächlich sehr viel machen kann. Und Puder, okay. Hat man das hier schon eingesammelt? Das ist auch Minze? Nee. Ah, Wolle. Cotton. Das da müsste ganz normal, das da ist. Tabakko! Yay! Ist das auch Tabakko? Tabakko? Wir nehmen mal alles mit. Wie gesagt, zu Early Game. Liegst du nie falsch, wenn du alles mitnimmst? Oh, cool. Das ist natürlich auch ganz cool, dass du gleich einen Umschlag machen kannst, wo du gleich mehres Zeug abbauen kannst. Finde ich tatsächlich sehr schön. Spart Zeit. So, die Loks. Okay, wir haben das. Habe ich das jetzt schon eingesammelt? Ich glaube, ich habe das gerade schon eingesammelt, oder? Nee, Card. Return them. Achso, habe ich das jetzt eingesammelt oder muss ich da einfach nur rangehen? Ich glaube, ich muss da einfach nur rangehen, oder? Wir haben jetzt nichts eingesammelt. Also irgendeinen Questgegenstand beispielsweise. Der Zaun war die Herausforderung, glaube ich. Oh, für das, dass sie hier eigentlich... Also die sind eigentlich ganz gut verteilt mit ihren spitzen Stöcken hier. Die Kollegen. Complete Quest. Hm. Ah, Quest-Token. So, wir können in der Woche ein paar Monate überleben. Corpus Creek wollen sie zurück. Someday. Okay. Und wir haben einen Quest-Token bekommen, mit dem wir dann unsere Workbench upgraden können. Und wir haben hier bereits weiteres Zeug, was wir eigentlich noch nicht freigeschalten haben. Oh, Make Iron. Okay. Glas können wir auch herstellen. Wir können herstellen. Leder können wir herstellen.
Lederstückchen. Oh, Bogen. Requires... Crafting Station. Wir müssen einen Rope brauchen wir, okay. Ich würde sagen, für die erste Folge vom PP Gaming angezockt mit Above Snakes war es das erstmal. Erster Eindruck? Nett. Sehr nett sogar. Sehr, sehr nett. Wir werden uns weitere Folgen auf jeden Fall anschauen. Wir werden uns das Game noch ein bisschen, zu Gemüte führen. Und ich bin sehr positiv überrascht bis jetzt. Ich hoffe, ihr auch. Gerne bei der nächsten Folge dann wieder einschalten. Gerne hier einmal in die Videobeschreibung reingucken. In der Videobeschreibung ist auch dementsprechend die Kickstarter-Kampagne dann verlinkt an der Stelle. Und ja, vielen Dank erstmal fürs Zusehen für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.